Ja, hallo und willkommen zurück bei Miss Survival hier auf meinem Kanal. Ja, wie man sehen kann, ich war offline wieder fleißig. Ich habe bereits ein bisschen vorgearbeitet, habe das Tor bereits fertig gebaut und diverse andere Dinge. Und da wir jetzt ja Loot-Partys machen können, en masse, habe ich mir auch gedacht, setzen wir gleich mal hier ein paar Lampen vor, weil wir wollten ja auch mal probieren, einfach mal einen Generator diesmal zu nutzen. Auch wenn er sehr teuer ist, den können wir ja auch einfach mal so an- und ausstellen, wie wir wollen. Einfach mal, wenn wir halt mal auf Loot-Tour sind oder auf Loot-Party-Tour sind, dann machen wir einfach das Ding an. Ansonsten kommt das wieder in den Off-Modus zurück. Ja, wir müssen noch rausfinden. Ja, wie gesagt, ich gehe erstmal rein. Erstmal öffne ich mal diese Tür. Willkommen in meiner Tunnelbase-Siedlung. Guckt mal hier. Ich hab's getan. Ich habe schon angefangen, die Häuschen zu bauen. Eins ist schon fertig. Ich habe da auch Lampen vorgestellt, damit es nicht ganz so dunkel ist mehr. Jetzt müssen wir noch rausfinden, der Generator. Wo ist der Wirkungsbereich von dem? Wo muss man den hinstellen, damit möglichst überall Lampen aktiviert sind? Oder muss man mehrere davon bauen? Das werden wir alles noch rausfinden. Sieht ganz nett aus hier, ne? Unsere kleine Siedlungsbasis hier im Tunnel. Ist ganz nett. Der Freedom Tunnel, die neueste Siedlung. Und unser Freund ist auch fertig. Wenn man demnächst also. Ihr könnt ja mal ein paar Namen in die Kommentare schreiben, wie man den nennen soll. Deswegen, Tom Hanks hatte ja seinen Wilson. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wie man den hier nennen soll. Das überlasse ich euch. So, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt ein paar Baumstämme noch fällen und dann haben wir das auch. Also. Baumstämme und Nägel brauchen wir noch. Dafür müssen wir noch ordentlich auf Reisen gehen und Components sammeln. Ja. Einen Schrank habe ich angefangen auszubauen. Dafür brauche ich jetzt noch ein paar Components. Ne, Metal Scraps. Die habe ich jetzt gerade nicht mehr. Macht aber nichts. Wir werden jetzt auf Tour gehen und uns einfach mal vorbereiten und noch ein bisschen suchen, sammeln und so weiter. Und erforschen. Obwohl die Welt ja eigentlich schon ein bisschen kennen, aber trotzdem. Man lernt ja nie aus in der Welt des Mist. So, ich gehe wieder mal hier durch. Auch hier habe ich etwas geplant. Also ich möchte dann auch eine Lampe hinbauen. Wenn wir jetzt diese Loot-Partys machen können, wie wir wollen, dann können wir auch diese Lampen hier aufbauen, weil die haben ja öfters mal diese Grafikkarten dabei. Dann können wir auch die Lampen bauen. So, hier vorne wollte ich dann auch Licht haben. Die hier so nach da strahlen. In der Dunkelheit ist es auch sehr dunkel hier. Einfach mal anzumachen, wenn es dunkel ist. Ist gar nicht mal so verkehrt. So, hier in der Ecke auch. Jetzt müssen wir nur rausfinden, ob wir jetzt mehrere brauchen oder welchen Radius ein so Generator hat. Das müssen wir noch rausfinden. Gerne mal Tipps und Tricks dazu geben. Ja, dann machen wir uns mal auf. Wir fahren los. Ich würde vorschlagen Richtung Siedlung, oder? Ich würde vorschlagen Richtung Siedlung. Jetzt müssen wir mal nur gucken. In der letzten Folge habe ich mir eine Schneise gebaut, um da durchzukommen. Hinter der Mine. Vielleicht kommen wir da auch jetzt irgendwie durch. Wir schauen einfach mal. Die Äxte habe ich mir jetzt auch repariert. Auch ein paar Ersatzäxte. Warte mal kurz. Moment. Ich habe eine dabei. Okay, Gott sei Dank. Ich wollte gar nicht mal kurz nachgucken. Nicht, dass ich jetzt gleich losfahre und keine Axt dabei habe. Das wäre nicht ganz so toll. So, da geht's hoch zu den Banditen. Die machen wir uns später. Ich würde vorschlagen, wir sammeln erstmal ein bisschen Zeug. Und dann machen wir uns dann mal ein Schild. Ein verbessertes Schild zurecht. Dann gehen wir nochmal in die Mine. Können wir auch jetzt mal eben kurz rein. Einfach mal da. Alter, ich habe den Baum nicht gesehen. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Alter, ich sag dazu nichts. Ja, Autofahren im Wald ist ja auch echt nicht gerade einfach. So, warte mal. Wir fahren mal eben kurz den Berg hier hoch. Aber wenn wir schon mal in der Nähe sind, können wir auch einfach mal ganz kurz ein bisschen abbauen. Wenn wir schon mal gerade hier sind, machen wir mal das Licht aus. Gehen wir mal kurz rein. Das wäre jetzt vertane Zeit, ne? Eine vertane Chance. Nicht eben kurz das mitzunehmen, was wir jetzt hier mitnehmen könnten. Also, wenn wir Glück haben, finden wir ein bisschen Eisen. Aber wir brauchen noch das andere Zeug. Wir müssen noch Munition. Das ist Eisen, oder? Das ist doch Eisen. Das ist Eisen. Yeah!
Das, siehst du mal, das hätten wir jetzt nicht, das hätten wir jetzt nicht gefunden, wenn wir jetzt weitergefahren wären. Ah, cool. Haben so viel auf einen Schlag. Aber dieses Doppelstein hat er, glaube ich, ziemlich gefixt. Da hinten ist einer, aber so viele. Okay, habe ich letztes Mal vergessen. Ist er nicht despawned. Okay. So, wir brauchen Munition, deswegen sammeln wir auch das ein. Aber wir brauchen auch Kupfer diesmal. Da hinten ist so ein, da ist, glaube ich, schon Kupfer. Wir müssen ja noch Hülsen bauen. Da ist zwar mal Kupfer, das ist gut. Und Zink brauchen wir. Noch brauchen wir alles. Noch brauchen wir alles. Zack. Oh, ein Doppelfall. Bam. 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 Komm. Jawohl. Cool. Munition kann man uns auf jeden Fall gut bauen. Guck mal, hier sieht aus wie Käse, ne? Der Käse abgebaut aus der Mine. Gold lassen wir liegen. Das könnte Kupfer und, Eisen sein, oder? Nee, nur. Aber egal. Ich. Manchmal haben wir da optische Täuschung. Kupfer nehmen wir alles mit. Das brauchen wir. Das Gold lassen wir liegen, weil Gold einfach im Augenblick zu nichts nutze ist. Eisen ist das Gold der Zukunft. So, können wir das noch mitnehmen. Und noch, ach, noch mehr. Aber Zink wäre jetzt nicht schlecht. Granozink wäre nicht schlecht. So, nur das nehmen wir auch noch mit. Egal, haben wir es auf jeden Fall mal eben kurz geplündert. Wir brauchen es auf jeden Fall. Wenn wir schon dran vorbeifahren, können wir auch mal kurz in die Mine fahren. Na, warte, da liegt noch einer. So. Später, wenn man nur Eisen sucht, finden wir Zink und Kupfer zu Genüge. Aber wenn man das eine mal braucht, dann findet man nur das eine. Super. Okay, noch mehr Gold. Also kein mehr Gold, sondern noch mehr Gold. Ihr wisst, was ich meine. Zack, Salpeter. Herr Peter Saal. Nein, kein Gold. Ich will kein Gold. Ich versuche das mal hier, ob ich da reinschmeißen kann. Zack. Wir sind großkotzig. Wir brauchen kein Gold. So, zack. Und zack. Und zack. Jawohl. Sehr schön. So, dann machen wir uns auch gleich wieder auf. Hallo? Nimm's mit. Danke. So, dann machen wir uns auf in die Siedlung. Und ich hoffe, ich finde einen guten Weg. Ja, doch, wir haben das Haus doch da auf dem Hügel. Wenn wir uns rechts halten, da können wir vielleicht einen guten Weg finden. Mine sieht schon cool aus. Ich bin gespannt, wann die komplett eröffnet wird. Man hat ja schon ein paar Screenshots gesehen auf Facebook. Sieht sehr vielversprechend aus. So, ich habe Kommentare gelesen, dass ich mein Vorhaben auf der Mine oder in der Mine zu bauen besser nach hinten schieben sollte oder einfach abhaken sollte. Denn könnte Schwierigkeiten geben. In der Mine könnte das Safe-Game um einiges größer werden und auch könnte es Probleme mit dem Spiel werden und geben, wenn man da in der Mine baut. Und auch auf der Mine hier obendrauf ist nicht unbedingt zu empfehlen, habe ich gelesen, gehört. Wurde mir zugetragen. Ach, guck mal. Oh. Ist das wieder neu gespawnt? Oder habe ich die einfach nur vergessen? Okay. Das ist... Okay, die habe ich wohl vergessen damals. Aber ich bin ja echt nett, dass ich hier... Also ich finde es echt gut, dass ich jetzt hier wieder Gegenstände... auch hier Gegenstände looten kann. Weil ich glaube, die Leute, die hier direkt nach dem Update angefangen haben zu spielen, die haben hier keinen Loot gehabt. Man muss einmal neu starten, um überall dann gleiche Bedingungen zu haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen, glaube ich, uns erstmal links halten, Bogen zu fahren, um den Graben um wegzukommen. Das heißt, also wir müssen gleich rechts am Hügel vorbei. Also rechts am Berg. Das heißt, wir müssen aber erst versuchen, hier durchzukommen. Ja, ja, so machen wir sein Auto auch kaputt. So, warum? Was? Warum? Alter.
Alter, willst du mich verarschen? Warum? Aus welchem Grunde? Aus welchem guten Grunde? Alter! Ah, ey, Spiel, manchmal, ne? Manchmal, da könnte ich das Spiel, ne? Aber nur für kurze Momente. Danach bin ich wieder vollkommen begeistert. Und lebe im Begeisterungsströmen. So, jetzt sind wir hier unten. Jetzt können wir auch Richtung Berg fahren. Weil, wenn wir jetzt erst hier lang fahren würden, geradeaus, kämen wir nicht lang, weil da ist so ein Graben. Ich guck mal eben kurz. Naja, gut, hat uns nicht so viel gebracht. Hier kommt man zuerst nicht so vorbei. Da muss man die Kurve nehmen. Wenn man es weiß, ist es gut. So, da müssen wir jetzt am Berg entlang Richtung Haus zum Hügel. Das Haus, was man auch nehmen könnte als Siedlung, theoretisch. Wäre auch machbar. Da sind keine Zombies drin. Das kann man sich auch mal als Siedlungshaus aussuchen. Hat eine nette Umgebung. Wenn natürlich irgendwann mal Zombies kommen sollten, dann haben wir natürlich ein Problem, aber... Guck mal, ist doch nett gelegen hier. Kann man auch einen Zaun drumherum ziehen. Man liegt leicht oben drüber. Guck mal, ist doch nett. Nettes Haus. Keine Zombies. Abgesichert ist es schon. Abgesichert ist es. Die Garage müssen wir natürlich schließen. Hier müssen wir auch zumachen. Sollten wir uns vielleicht mal im Gedanken... Okay. Es zieht ein bisschen an allen Ecken und Kanten. Da fliegen die Zeitschriften schon bei Windstärke hinaus. Werden ja rausgezogen. Gehen wir kurz auf den Turm. Ich glaube, da war ein Koffer, ne? Ich glaube, da war ein Koffer. Kofferhofer. Haben einen privaten Turm. Hier kann man auch was bauen. Also, wie gesagt, ich finde den Stammtag einfach schlecht. Uah, Vorsicht. So, ein Koffer. Mit ein bisschen Futter für die Mutter. Und Munition für die Sniper für mich. So, dann nehmen wir den Koffer. Den können wir uns ins Auto, auf Auto packen. So. Wo ist der Koffer? Hoffentlich finde ich ihn jeweils wieder. Da ist er ja. So, aufs. Ja, wir müssen ein bisschen Material zum. Also Lootplatz dabei haben. Also. Aber ich glaube, wir finden noch ein paar Koffer. Und ein paar Schränke notfalls. Das schaffen wir schon. Ja, dann gehen wir mal ins Haus. Guck mal. Metal Scraps kann ich gut gebrauchen. Ist doch nett hier. Ganz ehrlich, ist doch nett. Ist ein idealer Ort zum Wohnen. Sind schon ein paar Möbel drin. Ein Kamin ist auch schon drin, den man leider nicht nutzen kann. Eine Empty Bottle. Na komm, die muss ich nun echt nicht mitnehmen. Das eigentlich auch nicht wirklich. Ach, das sind normale Bretter. Huch. Das sind normale Bretter, okay. Die nehme ich natürlich gerne mit. So, was haben wir denn hier? Guck mal, fertige Räume für uns. Die warten nur so drauf, bevölkert zu werden. Das sind aber normale... Ach, ganz normale Bretter. Okay. Ich dachte, das wären diese komischen Latten. Die es ja oftmals sind. Einmal Lockpick. Einmal nix. Einmal Nähzeug und ein Handtuch. Und einmal Components. Das Wichtigste, was wir jetzt hier brauchen. Sehr gut. Hat sich schon gelohnt, hier reinzugehen. So, dann haben wir hier rein gar nichts. Da haben wir auch schon fertige Schränke. Das ist doch cool. Da brauchen wir keine Schränke zu bauen. Die können wir schon nutzen hier. Also mir gefällt der Gedanke ganz gut, sich hier eine Siedlung aufzubauen. Sollten wir uns mal überlegen. Was meint ihr dazu? Einfach mal Kommentare schreiben. In unserer Community Let's Play. Ihr seid ja Bestandteil von dem Ganzen hier. So, da ist nichts. So, mehr Components. Wir brauchen viele Components. Dann haben wir das. Und dann haben wir nichts mehr. Okay. Ja, die Budde lassen wir stehen. Die. Ey. Aber der Kühlschrank, der gibt's nicht mehr, ne? Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Früher in der Urversion konnte man ja einen Kühlschrank finden in einer Basis.
Das hat er, glaube ich, rausgenommen. Ich habe keinen mehr gefunden. Ich war in allen Häusern drin. Leider, leider, leider gibt es keine Kühlschränke mehr. Zum Mitnehmen jetzt, also zum als Geschenk. Als Geschenk des Entwicklers. Geschenk des Hauses. So, dann haben wir das Haus doch schön gelootet. Wir wurden erfolgreich beschenkt. Ah. Ich wurde erfolgreich geschenkt. Sehr gut. Ein Badezimmer. Doch, da hinten ist ein Badezimmer. So, da wollen wir weiter. Mal mit den Hügel runter. Hier kann man schön wirklich einen Hühnergatter drum ziehen. Der Gedanke gefällt mir ganz gut, hier eine Siedlung zu bauen. Und ich hoffe, euch auch. Das könnte unser nächstes Loot-Standort-Projekt werden. So, wir parken mal hier. Da hinten sind die Banditen. Boah, man den nicht mitnehmen kann, ne? Das ist ja wieder Mobbing pur. Aber warte, ich muss erst... Ich muss mal eben kurz meine Axt... Warte mal, ich habe eine gebrauchte Axt gehabt. Da war die gebrauchte Axt. So, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Components mit. Hier sind Nachbarn zu Hause. Müssen wir aufpassen. Uah, sind mal mutig hier. Junge, Junge. Sind ganz schön mutig, die Jungs. Und Mädels. Wir machen mal ein bisschen Krach. Wir machen mal ein bisschen Krach. Ganz schön mutig. Aber egal, wir brauchen Material. Oh, okay. Ich muss vielleicht mal was zu mir nehmen. Eigentlich nicht. Ich warte mal einen Augenblick. Ich nehme mal eine Dose, oder? Ich schluck mal die Dose. Ja, Stamina ist natürlich nicht so viel. Naja, wir sind leicht müde. Naja, wir waren natürlich auch schon in der Mine abbauen. Das hat auch ordentlich Kraft gekostet. Naja, egal. Wir füllen schon wieder auf. Wir füllen uns schon wieder auf. Boah, bam. Die rauchen schon. Toll. Hat ja gut funktioniert. Hat ja super funktioniert. Hat ja super funktioniert. Also der Weitschuss war nicht ganz so... Der Weitschuss war nicht ganz so toll. Da, also Fernschuss ist immer besser, ne? Alter! Der beste Schütze der Welt. Kartoffel, natürlich. Natürlich Kartoffel, was sonst? Die man auf jeden Fall nicht roh essen sollte. Ah, guck mal. Haben wir die direkt wieder zurückgekriegt, die wir genommen haben. Das gefällt mir gut. So, dann... Ja, wir finden noch, ne? Wir finden noch Munition. Oh. Oh, da ist einer drin. Da ist noch einer drin. Alter. Man kann, weiß ich nicht, diese Fernschüsse, die tödlich sein müssten, sind manchmal nicht tödlich, ne? Eigentlich müssen die... Man kann nicht mehr, man kann ganz selten welche one-shotten. Die kommen immer, auch wenn man ganz nah dran ist, dann werden die aktiviert und rennen auf einen zu. Das ist irgendwie ein Bug, oder? Das ist immer noch ein Bug. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Die müssen eigentlich... Ach, guck mal, ein Hemd. Ein neues, frisches Hemd. Ein weißes Hemd für Sonntag. Wir sollten mal ein bisschen was in unseren Auto packen. Immerhin haben wir mal ein paar Zombies erledigt in der Folge. War halt wieder mal nicht so langweilig. Ich hoffe, mein Let's Play ist eh nicht so langweilig. Ich hoffe. So, machen wir mal das ganze Gelumpe hier weg. Dann können wir das Haus ausnehmen. Haben wir jetzt schon eine erfolgreiche Folge gehabt. Wir haben sogar Eisen gefunden. Ja. Ich möchte es mal ganz ehrlich mal betonen, wir haben Eisen gefunden. Selten ist der Fall, aber es ist passiert. So, ein paar Handschuhe haben wir, glaube ich, noch. Ja, haben wir noch. 100% geht also nicht runter. Es sei denn, wenn wir uns da aus Versehen mit der Axt rein ein Loch reinhacken, dann es geht wahrscheinlich langsam die Prozente runter. So, Essen haben wir gefunden, hat sich schon gelohnt.
Die Fahrt zum Mond lohnt sich immer wieder. Das Hemd packen wir auch mal. Naja, komm, die Kartoffel. Die Kartoffel packen wir da. Wunderbar. Und das hat sich schon gelohnt, die Fahrt zum Mond. So, was haben wir denn noch hier Schönes? 3 Mieter haben einen Zwangsauszug bekommen. Die haben keine Miete bezahlt, die mussten mal raus. Wir waren mal... Ach, guck mal. Guck mal. Und Biodiesel werden wir demnächst auch gut brauchen können, wenn wir die... Ach, guck mal. Wenn wir dann wirklich dann die ganzen Lampen laufen lassen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Menge Biodiesel. Aber wofür auch sonst? Oh, wir können... Ach, guck mal. Mein Koffer. Cool. Können wir gut brauchen. Können wir gut brauchen. Haben wir schon wieder eine erfolgreiche Folge. So, dann packen wir mal dahin. Dann gehen wir mal nach oben. Gucken, was oben so nettes ist. Was wartet denn oben auf uns? Aber erstmal haben wir noch den TV-Unterschrank mit ein paar netten Komponenten. Den Fernseher können wir auch klein nehmen, oder? Moment mal. Momo. War ja nicht irgendwo noch. Da, wollte ich gerade sagen. Das wäre mit Loot All nicht passiert. Ja, ja, ich weiß. Schade. Das Fernseher müsste auch Komponente bringen. Und die Heizung. Ich verstehe es nicht. Okay, einmal Quoba. Zack, da wären wir. Einmal Revolver-Munition. Und der Revolver, der passende Revolver dazu. Der, glaube ich, auch einen ordentlichen Bums hat. Sollten wir mal benutzen in der nächsten Zeit. Ich glaube, der hat einen ähnlichen Bums weg wie die Sniper, ne? Ich glaube, ja. Der ist gar nicht mal so schlecht. So, das Kinderzimmer mit den hässlichen Hasen, aller Nightfall. Und dann haben wir hier noch... Ah, cool. Wir finden Munition. Und wir quaffen uns Munition. Also wir werden auf jeden Fall den 4., 5. und 6. Weltkrieg gewinnen. Der nämlich irgendwann kommen sollte. Je nachdem, welcher Krieg dieses Misterlebnis hier veranstaltet hat. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Munition uns bauen. Und vorbereitet sein. So, da hinten liegt nichts mehr, wie ich gerade sehe. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Da ist auch nichts drin. So, dann gehen wir mal erstmal rechts rum, glaube ich. Da waren noch Zombies drin. Da müssen wir für Munition versammeln. Ich fahre mal mit dem Auto die Straße hier rum. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Junge. Vorsicht. 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 Oh Mann. Oh Mann, Mann. Mann, 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 Mann. So, dann gucken wir mal, dass wir diese Autos hier nochmal kurz klein hauen. Yeah! Bam! Bam! Boom! Ich bin müde. Die Minenarbeit macht einen echt müde. Das ist, ja. Ja. Eigentlich klar, ne? Minenarbeit ist ja auch eine harte Arbeit. Minenarbeit ist eine sehr harte Arbeit. Essen und Trinken haben wir genug. Ja, wir müssen einfach mal einen Augenblick warten. Aber ist sowieso bald Folgenende, von daher. Aber wir können in der Zwischenzeit mal kurz darüber gehen. Denn ich glaube, da ist eine Kiste. Da ist die Kiste mit einem etwas glücklichen Inhalt, den wir noch brauchen werden. Und zwar haben wir jetzt Maissamen. Als ich letztes Mal hier war, habe ich Tomatensamen gekriegt. Jetzt bekomme ich einen Maissamen. Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, wie wir das machen werden. Also zum Ort, also in meiner Basis innen drin ist ja Erde. Und da oben drauf wollte ich ja was anbauen. Einfach schon mal Tipps geben, ob das funktioniert. Und ob ich die Erde, ob ich diese mit der Schaufel diese Erde ziehen soll oder ob ich lieber Behälter bauen soll, um etwas anzubauen. Einfach mal Tipps geben von Experten, weil ich habe ja keinen grünen Daumen, wie man in der letzten Session gesehen hat. Meine Pflanzen haben nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe einfach einmal vergessen zu gießen und dann war es das. Deswegen möchte ich jetzt gerne es euch überlassen, einfach Tipps und Tricks geben, wie man am besten etwas anbauen kann. Und ob es überhaupt in einem Tunnel funktioniert, das Anbauen.
bin mal gespannt. Gerne mal Kommentare schreiben. Denkt dran, es ist ein Community-Let's-Play. Ein Community-Let's-Play für euch alle. Und deswegen von euch allen, für euch alle und so weiter und so fort. Ah, guck mal, wir finden eine Menge Zeug. Das gefällt mir gut. So, wir sind fast voll, aber ein bisschen finden wir, glaube ich, hier noch. Und können noch ein bisschen was aufnehmen. In der Zwischenzeit kann Stamina wieder auffüllen. Dann machen wir auch gleich mal einen Folgenbreak. Sind schon lange genug. Aber eigentlich kann man den Folgenbreak auch schon jetzt machen, oder? Eigentlich schon. Ich fülle noch ein bisschen auf und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Da werden wir hier weiter die Gegend auseinandernehmen. Da sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht es weiter bei Mist Survival auf meinem Kanal. Also dann, macht es gut. Ciao mit V und schön mit Ö. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und denkt dran, schreibt schön in die Kommentare, wie es weitergehen soll mit meinem Kanal. Wie ihr das Let's Play findet und so weiter und so fort. Also dann, macht gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V und schön mit Ö. Bis dann. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Bis dann.